Hallo Freunde und herzlich zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir ja uns ein bisschen um die Technik hier gekümmert, die hier überall verläuft. Vor allem im zweiten Untergeschoss, die ganze Verkabelung, die hier ist. Und den Fehler, dass die Leute nicht an ihre Arbeit kamen. Das hat sich halt mittlerweile aufgelöst. Und jetzt ist es so, dass wir uns hier um den Gepäckbereich kümmern. Bedeutet, hier ist jetzt die Gepäckausgabe. So. Und dann machen wir jetzt hier dementsprechend Gepäckbänder. Und zwar würde ich jetzt hier original ein paar langsame nehmen. Mein Plan, hier soll es reinkommen, hier soll es rausgehen. Nein, oh. Beziehungsweise, ich weiß noch gar nicht. Ich muss ich vielleicht mal noch nicht. Ich will nochmal die Zone entfernen. Kann ich das nochmal machen kurz? Ja, will ich entfernen. Könnt ihr das noch bitte wegmachen? Wir fangen mal ganz unten an. Schau an. Es soll eigentlich nur ein Gepäckband nach oben geben. Aufwärts, hier. Aufwärts fahrendes Hochgeschwindigkeitsrolltreppchen. Jetzt gibt es noch eine... und dann machen wir es direkt. Eigentlich müssen sie Zeit haben, das aufzunehmen. Also eine Rolltreppe nach oben. Ernsthoch so. Jetzt haben wir hier nach oben. Sagen wir hier mittendrin. Gut. Dann gibt es natürlich hier die Bänder. Ich hätte gerne, dass ein schönes großes ist. Meine Sache ist, ich will es fürs Erste einfach mal so lassen. Und dann machen wir hier draus eine Gepäckausgabe. Jetzt als Personalbereich vergeben. Ups. Gepäckausgabe muss ich das machen. So. Dann sind es immer so zwei nebeneinander. Dann kann ich hier für erste zwei reinmachen. Und vielleicht hier unten dann noch eins rein. Gut. Dann machen wir doch erstmal mit den Bändern nochmal diese Kreisel hier fertig. Zack. Dann können hier dementsprechend die Systeme draufgehen. Verbinde mit Gepäckverladestation. Genauso wie du dich verbinden mit der Gepäckverladestation da hinten. Die Gepäckband, ja, okay. Ist ja noch kein Problem. Und dadurch, dass alle gleich gebaut sind, sollten wir auch in der Mitte vom nächsten, hier oben, warte mal, zack. Eins teilt man sich und dann hier wieder. Genau. Dann fließt hier im Grunde das ganze Zeug rein. Und damit sich dann das Ganze hier sortiert. Muss halt hier dementsprechend dann solche Sachen hier eingebaut werden. Jetzt
Zack. Und das würde ich jetzt bis hier oben laufen lassen fürs Erste. Und einfach, was scheiß drauf auf den Preis. So. Das kann auch wieder durchrotieren, rein theoretisch. Muss ich hier was einstellen? Zum Ziel? Zum Ziel, würde ich einfach sagen. Würde ich genauso sagen. Einfach zum Ziel lassen. Gut. Müsste rein theoretisch jetzt oben die Warnflächen weg sein, genau. Jetzt kann ich die eröffnen. Jetzt machen wir noch dem Raum einen schönen Boden rein, würde ich sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mache. Ich schicke Matten noch hin. Oder ich mache hier Parkett drauf. Die Frage, was machen wir als Boden? Was das? Wir können es. Wir machen jetzt einfach hier. Das wie folgt. Die Gänge hier außen rum. Aus schönem Parkett. Der Rest kriegt einen Teppich. So einen grauen. So. Was kann ich, ist der, den ich jetzt vergeben habe? Nee. Dunkles Holz habe ich vergeben, oder? Ja. Ich will jetzt einfach anfangen, langsam den das Ganze so ein bisschen zu verschönern. Bedeutet, hier drumherum ist auch alles. Wir machen den noch richtig schick, das sage ich euch. So. Gut. Wir aktivieren jetzt die hier. Dann aktivieren wir das hier. Und dementsprechend auch die Funktion, Gepäckservice zu aktivieren. So, und dann können wir hier auch schön die Gepäckwarteschlangen nochmal, oder die Warteschlangen. No, warte mal. Stück für Stück um die Ecken rum. So. Wir tun jetzt die hier schließen. Kann ich bitte mal hier die ausschalten, die nicht mehr benötigt werden? 2050. Jetzt wurde der gerade noch einem zugewiesen. Ich glaube, es hackt. Ah, die kriegen alle wieder mehr drauf. Was haben wir, den neuen Check-In-Schalter?
Der war noch. Oh! Jetzt hat aber. Zu. Gebt euer Gepäck ab. Was haben die denn jetzt für Probleme? Oh, die müssen aufs Klo. Ah, Schäde wird direkt gefüllt. Zack. Paket kommt hier raus und hier hinten kommen die an. Und schön aufgeteilt auch. Perfekt. Schauen wir nach unten. Wie schaut's aus? Ah, da kommen die Pakete an. Gehen schön durch ein Check-in und durch die Überprüfung durch. Jetzt müssen wir nur langsam schauen, dass die mal alle hier ausgehen. Ah, genau. Oh. Nehmt doch die neuen Schalter. Für was habe ich die gebaut? Die Leute sollen die Möglichkeit haben, das neue zu verwenden. So, aus mit dem hier Ding. So, das ist jetzt auch der letzte. So. Jetzt gibt es nur noch Schalter, die neuen. Ja, geh doch auf die Toiletten. Das hält dich doch keiner auf. What the fuck? Jetzt schauen wir noch, wie das ausschaut. Die geht durch den Scanner. Oh, da haben wir schon was gefunden, was nicht gut. Oh, da haben wir noch was gefunden. Also jetzt sagt einer, das ist unsere Security. Korrekt zerstörtes Gepäck. Oh, oh. Wir haben 9% korrekt zerstörtes Gepäck. Liegt das jetzt an den Geräten oder an mir? Um benutzerdefinierte Einstellungen festzulegen. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also eigentlich muss ich mal gucken, was passiert, wenn hier halt wirklich viel los ist an dem Flughafen. So, okay, ich glaube, der holt jetzt die Pakete ab, oder? Was machst du gerade, mein kleiner Freund hier? Gepäck ausladen läuft. Okay. Alter, was verzögert sich denn jetzt gerade alles? Könnte auch mal wann anders zu spät kommen. Oder liegt es daran, dass wir mehr Gepäckwagen brauchen? Wie viele sind aktuell unterwegs? Alter, möchten Sie... Ich vermute mal... Personal. Wir haben zu wenig Ramp Agents. Ah, ich muss neue Ramp Agents einstellen. Betrieb. Personal. Bewerber. Ramp Agents. Wir brauchen Ramp Agents, Leute. Wo haben wir Ramp Agents? Ich brauche gute Ramp Agents. Dich hier und dich hier stelle ich mal ein. Abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt und abgelehnt. Genauso abgelehnt und genauso abgelehnt. Ah, du auch erst. Sicherheitsbeamter tun wir noch ein paar einstellen. Die zwei Fluggastbetreuer fand ich ganz gut. Ja, die finde ich auch noch super. Und ein paar Raid Manager einstellen und einstellen. So. Haushaltstechniker. Warte, ich habe hier gerade gesehen, Haushaltstechniker. Wo sind die jetzt hin? Haus eingestellt. Jetzt gerne noch einen Haustechniker. Lieber zu viel als zu wenig. Ramp Agents brauchen wir immer noch. Genauso, was habt ihr da geschrieben, brauchen wir? Fluggastbetreuer sind noch wichtig, wie es scheint. Fluggastbetreuer, ja. Hier alle mit einem grünen Balken haben bei mir gute Karten. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Ramp Agents. So. Jetzt aber. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass ich zu wenig habe. Sicherheitsbeamte können wir vielleicht noch. Können wir welche brauchen? Haustechniker habe ich genug. Hausmeister habe ich genug, denke ich. Alles aktuell Überschuss. Wir brauchen noch eine neue Bushaltestelle wahrscheinlich.
wird es eine der nächsten Sachen dann sein, die wir unbedingt machen müssen. Was wir jetzt noch machen können, ist gerade mal das Rollwegfundament auf Beton upgraden. Dann haben wir einen schönen Stand aktuell. So, habe ich jetzt mittlerweile alle verbunden? Nee, dich habe ich zum Beispiel noch nicht verbunden. Stellen wir nochmal alle durch hier. Irgendeiner, der keine gelbe Linie hat? Doch, alle haben eine gelbe Linie. Perfekt. Dann werden wir alle geupgradet. Neben Reparatur kommt noch in Beton umwandeln. Reparatur, Upgrade, Beton umwandeln. Beton umwandeln, ab, reparieren. Ich habe so irgendwie das Gefühl, als ob mein Kollege, der sich dafür kümmern sollte, nicht darum kümmert. So, einmal upgraden und reparieren. So. Da schaut ihr die Dinge an, die haben alle schon Schaden genommen ohne Ende. So, jetzt kommt der, fährt der zurück. Ne, der holt hier gleich auch noch was ab. Kann das sein? Ja, der hat wahrscheinlich noch ein bisschen was abgeholt. So. Was hat denn der vor? So, der fährt jetzt zurück. Vielleicht braucht er nochmal ein paar Fahrzeuge von. Oh, die zwei Pakete. Ah. Schau mal, was passiert mit denen. Alter. Das Scan-System tut einfach alles rausfressen, was es gibt, wie es scheint. Ich glaube, ich habe fast kein Paket durchbekommen, was nicht irgendwas hatte in sich. Na, da ist eins durchgekommen. Schau an. Okay, nächstes Paket. Kommt es durch oder kommt es nicht durch? Alter. Alter. Gepäck wurde im Gepäckscannerstufe 2 korrekt. Bis jetzt 0%. Ja? Nein! Nein! Ich vernichte Gepäck ohne Ende. Was habe ich jetzt zu wenig? Hausmeister zu wenig. Service, also Gepäckschlepper. Okay, dann brauchen wir noch ein paar Gepäckschlepperchen. Wenn ihr sagt, Gepäckschlepper brauchen wir noch, dann holen wir noch ein paar Gepäckschlepper. Pullforce. Dann holen wir nochmal 4 Stück, würde ich sagen. Jetzt bestellen. So, das ist das ideale Transporter für Rest-Züge für Parkpositionen. Holen wir nochmal 2. Oh, da kommt einer durch. Da kommt einer durch. Yes, ein Paket ist durchgekommen. Alter, ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall ist das, sind wir da sehr speziell drin. Durchschnittliche Bewertung. Okay, nächstes Paket. Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie scheinen hier sehr, sehr viele mit dem Gepäck durchzufahren. Ich hätte auch eine Möglichkeit, und das werde ich vielleicht umsetzen, dass ich, wenn hier was schief läuft, die sagen Nope, das nochmal zum dritten kommt und dann gescannt wird per Hand. Und erst dann es abgebrattelt wird. Ich glaube, das wäre das Schlauere, weil aktuell geht uns alles flöten. Ich habe 8 Stück. Alter, ich müsste dann... Da kommen, ach, die kommen jetzt gerade noch, okay. Servicefahrzeuge sind angekommen und. Wie viel Platz ist denn hier eigentlich drin noch? 10 verfügbare Plätze, sagen sie. So, lad mal aus. Da sind 3 Gepäckstücke drauf. 4 sogar. Ja, ich glaube nicht, dass alle durchkommen. Holy shit!
Huch, ich glaube, ich weiß, was wir in Zukunft machen müssen. Mehr Kaffees. Das Kaffee geht ja vollkommen über. Holy shit. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Was ist jetzt los? Notfall. Das sollten wir vielleicht nochmal schnell machen. Also, aktuelles Problem, ich habe noch keine Sicherheitsgebäude. U-Bahn-Eingang. Das ist U-Bahn. Jetzt habe ich halt nochmal eine U-Bahn gebaut. Wir haben gerade einen Notfall und ich baue U-Bahn. Vielleicht ist unser Flughafen. Wo war denn das? B, C. Dann müssen wir schon mal den mittelgroßen bauen für Notfälle. Ich will mal dafür sagen, dass wir das erste hier hinsetzen müssen. Dann kommt hier noch ein Rollfeld hin natürlich. Mit auch Leitstreifen. System. So. Dann brauchen wir noch Servicefahrzeugzugriff. Dann kann auch schon mal betoniert werden. So, okay. Und dann gibt es eigentlich noch so Notfallfahrzeuge. Die Frage war, wo waren die? Notfallstelle Feuerwehr, hier haben wir es doch. Das Problem ist, wo kriege ich denn das ganze Zeug jetzt unter? Das muss alles später umplatziert werden. Das wird noch so ein richtiges Chaos. Ja, das hat leider ein Problem gerade. Ah! Baut mal, Leute. Währenddessen würde ich sagen, holen wir zwei Polizeifahrzeuge und so ein Zeug. Ich hoffe mal, dass der Hangar gleich mal fertig ist. Also muss das Ding irgendwann mal komplett abreißen, komplett neu designen. Oh, das wird noch so ein Aufwand. Das ist jetzt schon. Ramp Agent haben bei der Abfangung noch nicht beendet. Schritt 1 von 3 gelöst. Ich brauche gleich mal Notfallfahrzeuge. Ich glaube, die werden noch gar nicht schlecht kaufen. Shopping Tour. Ich brauche 2 Feuerwehrfahrzeuge. Die Gebäude sind noch nicht fertig. Das ist das Problem. Okay, jetzt haben sie hier drin. Shit, was ist denn jetzt hier? Ist das jetzt fertig oder nicht? Was kann Rollwagen Landebahn für mittelgroße Flugzeuge gefunden? Ah. Besteht in keinen geeigneten Hangar für Reparaturen. Ist er vorbei? Oder soll ich für erste das wieder austauschen und einen kleinen Hangar hinsetzen? Ich weiß es doch nicht.
Wie war denn das, wenn ich jetzt hier eine Servicestraße drüber setzen will? Nicht genug. Oh. Ich habe ein bisschen viel Kohle ausgegeben, Leute. Nicht gut. Also ich hoffe, wir kommen wieder ins Positive, aber das werden wir sehen. Ich hoffe, es hat gefallen, wenn ihr alles einen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Na gut, also bis dann. Ciao.